schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es für euch ein Back-to-School-Video und zwar habe ich mir überlegt, ich werde diesen Look hier nicht an mir selber schminken, weil ich schon ein bisschen älter bin. Also ich hätte ihn auch an mir schminken können, aber ich werde ihn an meiner Cousine schminken. Die ist, wie alt bist du jetzt, 15, 16? Und ich finde, bei ihr kann man diesen Look hier wirklich sehr gut machen und es geht um einen natürlichen Look. Und ja, ich würde sagen, ich fange direkt an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. So, wir fangen jetzt als allererstes an mit der Grundierung bzw. mit dem Concealer. Ich werde jetzt keine Foundation auftragen, weil sie das gar nicht braucht. Ich werde jetzt den Concealer von Catrice nehmen, den Allround Concealer. Und den trage ich dann an den Augen auf, um die Nase herum, ein paar Rötungen und ein paar Unreinheiten. Das Ganze wird dann mit dem Beauty Blender eingearbeitet und verblendet und anschließend mit einem Lose-Puder oder mit einem Puder von Catrice, das ist das Mattifying Compact Powder, sozusagen fixiert. Und das trage ich dann auch aufs ganze Gesicht auf, ganz leicht, damit wir einfach ein bisschen diesen Talg wegnehmen und die Haut nicht glänzt und einfach abmattiert ist. Für die Augen nehme ich jetzt einen ganz dezenten Lidschatten und dafür nehme ich die All About Roses Palette von Essence und nehme dafür den zweiten Ton von links sozusagen. Ist ein sehr schöner perliger Rosaton, also so ein Rosenton, wie man auch sehen kann. Und der schimmert wirklich sehr dezent und ist für den Alltag perfekt. Und den trage ich jetzt aufs ganze Lid auf, einfach damit die Augen ein bisschen frischer aussehen und wacher. So, dann kommen wir jetzt zu den Augenbrauen. Manche Mädels haben halt echt Glück, dass sie wirklich volle Augenbrauen haben, wie bei meiner Cousine auch. Bei ihr muss man wirklich gar nichts nachzeichnen. Es reicht vollkommen aus, wenn man einfach nur ein Augenbrauengel nimmt, um ein paar Lücken sozusagen intensiver zu machen und die Augenbrauen einfach ein bisschen aufzuhellen sozusagen. Und das sieht auch schon ganz gut aus, also da muss man wirklich nicht mehr machen. Dann kommen wir jetzt zum Konturieren. Dafür nehme ich jetzt ein Contouring-Set von Essence aus der neuen Kollektion Happy Girls Are Pretty. Und damit tue ich jetzt die Wangenknochen ein bisschen konturieren, an der Stirn und die Nase ein bisschen konturieren. Es soll jetzt nicht so dunkel sein, sondern wirklich eine sehr schöne natürliche Kontur verleihen oder Bräune, sage ich jetzt mal. Und ja, dann kommen wir jetzt zum Blush. Dafür nehme ich jetzt auch ein Blush von Essence, ein sehr schöner frischer Ton, der einfach frischer aussehen lässt und sehr schön für den Alltag ist. Zum Schluss nehme ich jetzt einfach einen normalen Puderpinsel und werde dann das Ganze sozusagen einfach miteinander verblenden, damit keine harten Übergänge und Kanten hinterbleiben. Kommen wir jetzt wieder zu den Augen. Ich werde jetzt noch einen ganz leichten und dünnen Lidstrich ziehen. Ich nehme jetzt dafür einfach den Lidstrich, den Eyeliner von Essence, den Liquid Eyeliner. Und wie man sehen kann, ziehe ich den wirklich sehr dünn, damit es einfach nicht zu krass aussieht und den Augen eine sehr schöne Form verleiht. Anschließend werden jetzt die Wimpern getuscht mit der Isle of Extreme Mascara von Essence und die Wimperntusche ist wirklich sehr gut. Für die schwärme ich ja schon ewig, also die benutze ich schon wirklich sehr lange und immer wieder und die verleiht einfach ein sehr schönes Volumen und sehr dichte Wimpern. Jetzt werde ich einen Lipgloss auftragen, der hier ist von Essence und zwar der Liquid Lipstick in der Farbe Color Party und der ist wirklich sehr schön, sehr pflegend und sehr deckend und die halten auch ziemlich lang. Also die gibt es in, glaube ich, 6 verschiedenen Farben, die müsst ihr euch mal angucken, da gibt es wirklich tolle Farben. Und ja, dann wären wir eigentlich auch fast fertig mit dem Look. Zum Schluss werde ich jetzt noch einen Highlighter auftragen, den nehme ich dann auch aus der Roses Palette von Essence und einfach die hellste Nuance und das trage ich dann am Wangenknochen auf und dann wären wir auch fertig. So meine Lieben, das ist der fertige Make-up-Look an meiner Cousine heute und ich finde ohne Schminke sieht sie viel besser aus, aber es sollte jetzt einfach mal ja, für dieses Back-to-School-Video sein und ich finde es ist wirklich ein schönes Make-up, es ist nicht zu viel und nicht zu wenig und für die Schule ist es wirklich optimal, vor allem geht es auch sehr schnell mit wenigen Produkten und mit günstigen Produkten. Die Produkte werde ich euch wie gesagt unten in der Infobox nochmal genau auflisten.
Und ja, wie gefällt dir eigentlich das Make-up? Ja, ich find's schön. Oder findest du dich ohne Schminke auch schöner? Die schminkt sich ja immer heimlich. Die darf sich eigentlich nicht schminken. Die macht dann immer Wimperntischchen drauf. Darfst du nicht schminken? Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, finde ich, das steht dir auch. Also das ist nicht zu viel. Aber wenn du so fetten Eyeliner drauf machst, sieht es halt auch komisch aus, finde ich. Oder ich bin nicht dran gewöhnt, keine Ahnung, weil ich sehe sie ja immer nur ungeschminkt. Deswegen muss man sich immer dran gewöhnen. Das ist genauso wie wenn mich die Leute ungeschminkt sehen, dann denken die sich auch, hey, schmink dich lieber mal. Weil es sieht auch komisch aus. Naja, genug geredet. Auf jeden Fall würden wir uns über einen Daumen hoch für dieses Video hier freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen Make-up-Look oder mit einem neuen Video. Falls ihr irgendwelche besonderen Wünsche habt, dann könnt ihr das mir gerne in den Kommentaren unten schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Bye!